Irgendwie will den beiden Frauen das TV-Programm nicht gefallen. Gut, dass man mittlerweile eine große Auswahl an Streaming-Diensten hat. Sag mal, wollen wir uns über meinen Netflix-Account einen Film anschauen? Du, ja, gerne. Ich wollte mir demnächst einen Account zulegen. Weißt du was? Dann bleibe ich einfach bei dir eingeloggt. Dann teilen wir uns den Account. Dann wird es für uns beide billiger. Ist es denn erlaubt? Ja, warum nicht? Wozu gibt es denn die Möglichkeit für verschiedene Profile? Darf ich mir meinen Zugang für kostenpflichtige Streaming-Dienste mit anderen Nutzern teilen? Die Nutzungsbedingungen der großen Streaming-Anbieter sind da nicht einheitlich. Zwar dürfen die Zugangsdaten meist auf mehreren Geräten gleichzeitig genutzt werden, bei den meisten Anbietern aber ausdrücklich nur von Personen im Haushalt des Abonnenten. Wer das Passwort mit Fremden teilt, der verstößt meist gegen die Nutzungsbedingungen. Das führt dann dazu, dass das Konto gesperrt werden kann. Gemeinsames Filme gucken mit Freunden ist aber natürlich zulässig und eh viel schöner. Bei genauerem Hinsehen hat es aber auch ganz praktische Nachteile, die Zugangsdaten anderen zu überlassen. Denn die können dann bei einigen Anbietern die Liste der angeschauten Filme und so ihre Vorlieben einsehen. Das kann auch peinlich werden. Und ärgerlich wird es, wenn Sie sich auf einen schönen Filmabend freuen und plötzlich feststellen, dass gar nichts geht, weil die Mitnutzer schon alle Streams absaugen. Doch auch wenn man keinen Account hat, ist das Angebot der Streamingdienste im Netz groß. Sogar unveröffentlichte Sendungen sind kein Problem. Boah, ich würde mir total gern die neue Staffel von Lucifer anschauen. Aber die geht halt erst nächste Woche los. Du, dann lass uns doch einfach bei Serien für Lau schauen. Da kann man dir mit Sicherheit schon streamen. Oh nee, lass mal lieber. Ich glaube, das ist nicht legal. Ach Quatsch, ich lade ihn doch nicht herunter. Dann ist es sicher in Ordnung. Sonst würden die es doch nicht anbieten. Kann ich bestraft werden, wenn ich im Internet Filme und Serien streame? In den kostenlosen Mediatheken der Fernsehsender kann man bedenkenlos stöbern. Genauso legal sind die großen Anbieter, wo man Filme gegen Gebühr herunterladen kann. Aber überall, wo Filme und Serien unter exotischen Internetadressen kostenlos zu haben sind, muss eigentlich jedem klar sein, hier ist etwas faul, denn kein Produzent verbreitet seinen Film kostenlos. Viele denken ja, das sogenannte Streaming, also das Ansehen eines Films unmittelbar im Internet, sei legal, weil die Filmdatei nicht dauerhaft heruntergeladen wird. Das ist zwar noch eine rechtliche Grauzone, die nicht endgültig geklärt ist, aber auch beim Streaming wird der Film zumindest vorübergehend auf dem Computer des Nutzers gespeichert, um eine ruckelfreie Übertragung zu ermöglichen, das sogenannte Buffering. Schon das ist eine Vervielfältigung einer offensichtlich rechtswidrigen Vorlage und damit eine Urheberrechtsverletzung, die zu hohen Schadensersatzforderungen führen kann. Außerdem ist es auch eine Straftat, die mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren bestraft werden kann. Und nachdem die Schäden inzwischen immens hoch sind, sind die Rechteinhaber stark interessiert, mittels Anwälten und technischer Hilfsmittel Verstöße aufzudecken und abzukassieren. Samstag kurz vor 3:30. Tickets für das Stadion haben die beiden Männer nicht mehr bekommen. Aber das Spiel verpassen ist auch keine Option. Na super. Hier in der Kneipe werden wir jetzt auch keinen Platz mehr finden. Vielleicht sollte ich mal doch ein Pay-TV-Abo zulegen. Du, lass uns schnell zu mir. Vielleicht finden wir im Internet einen Livestream von dem Spiel. Dann kannst du das Geld für ein Abo sparen und wir sehen das Spiel trotzdem, hä? Ja, aber ist doch sicherlich nicht erlaubt. Ey, wenn es die Dinger gibt, wird es ja auch erlaubt sein. Komm. Darf ich Internet-Sport-Streams anschauen, wenn die Spiele eigentlich nur im Pay-TV laufen? Es gibt mehrere Services, die legales Fußballschauen ermöglichen. Auch hier gilt aber die einfache Regel: Legal ist in der Regel, was etwas kostet oder kostenlos über das Portal eines großen europäischen Fernseh- oder Medienanbieters läuft. Angebote, für die man eine IP-Adresse im Ausland benötigt und dann Internetsender im jeweiligen Land sehen kann, die bewegen sich in einer Grauzone und Angebote über sogenannte Peer-to-Peer-Software sind illegal. Davon sollten Sie die Finger lassen.